Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Bitte Chaos auf Deponia. Der zweite Teil. Oh mein Gott, ist das lange her. Knapp vor einem Monat habe ich das letzte Mal aufgenommen und hey. Und so. Ja, aber ich habe euch lang genug warten lassen und jetzt geht es tatsächlich weiter. Und wir befinden uns hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben einen Schraubendreher dabei. Ja, einen Schraubendreher. Eine Kurbel und unseren Köder. Wenn wir mal eben schnell ins Questlog schauen, dann müssen wir jetzt die Datasetten besorgen, um dem Doc bei der Operation zu helfen. Ja, sollte ja nicht so schwer sein. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, wo wir denn die Datasetten herbekommen. Okay. Oh, gucken wir mal. Okay, hier ist einiges zu erleben. Gehen wir mal zum Apotheker. Gucken wir, was hier so schönes abgeht. Was sind denn die hier? Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Mhm. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Okay. Cool. Eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten. Da bedienen wir uns einfach mal glatt. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Das stimmt allerdings. Was haben wir? Vergammelte Pillen. Ah ja, wir werden mal mit dem Apotheker. Man sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Schauen wir mal, wie er das Ganze sieht. Ach, wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Da wollen wir doch glatt mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Der Plus 5 Heiltrank sieht sehr, sehr nice aus. Ich hätte gerne einen Plus 5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Okay. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Das erklärt einiges. Vielleicht noch ein paar nicht abgelaufene Beruhigungspillen. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Oh, okay. Ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's wichtige Frage. Umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Tatsache. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet. Und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Whatever. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast,
Ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Ist auf jeden Fall ein Argument. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Ja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Du hast ein Ohrwurmspray? Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Weil Bellevue heißt schöne Aussicht. Egal. Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Kuckuck, verschwinde. Okay. Wir sehen uns. Das war schon lustig genug. Nicht nur für dich. Ich mag diese klitzekleinen Anspielungen. Ich schätze mal, das hier unten wird die Arena sein. Und so. Was haben wir hier? Von da kommen wir. Ich schätze mal, das wird dann wohl dieses Bellevue sein. Vielleicht haben wir wirklich eine gute Aussicht. Dann schauen wir mal. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Oh. Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit! Eine feine Nase. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Ah ja, scheinbar macht das Tor nur auf, wenn man gut riecht. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Na super. Noch mehr Dreck. Ja. Oh, eine Harke. Die könnte nützlich werden. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Natürlich klappt das sonst immer. Was haben wir noch? Ein Ei. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst. Oder auch nicht. Hier haben wir eine Karte. Das Vogel sieht irgendwie recht leer. Interessant aus. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja. Okay. Dann haben wir hier einen Baum und Glatzmatz der Gärtner? Ist ein cooler Name. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartenroll. Glatzmatz, hässlich wie die Oh, toll. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Das hast du super gut erkannt, Rufus. Zurück zum Marktplatz. Glatzmatz, Glatzmatz. Ach, das war schön. Okay, wo geht's denn hier lang? Bin ja mal gespannt. Rufus, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Okay, eine Kiste und eine Tür und Augen. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Okay. Na. Wo geht's hier lang? Och. Gucke mal einer Schau. Ein Gondoliero. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier haben wir auch noch ein paar viele Möglichkeiten, wie es aussieht. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Nicht? Ich sehe keinen Schalter, aber egal.
Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Oder auch nicht. Was für ein hässliches Nest. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Das wird so ein Vorsicht Ei. Ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Oh ja. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Was haben wir denn hier? Eine Stoßstange? Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Oh! Stranzo! Tomato! Er macht Puff zu meinem neuen Sacco, die Aria! Jetzt, ich muss zu ihm Danko für zu holen, die Ersatz! Das war lustig. Ja, das war's. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Ah, zum Beispiel so ein Airbag und sowas. Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Das heißt wohl, dass der Gondoliero gerne mal ein Liedchen pfeift. Oh, eine Schrottkrabbe. Dann gehen wir mal hier dieses, was auch immer, rein. Yeah, die Spelunke. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Vielleicht ist es ja ein Schwertfisch. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Schade, ich wollte ihn gerne klauen. Okay. Boso, du alter Pirat. Einen schönen ersten Mart habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mart? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinem Kutter gegeben, für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. Alter Pirat. Hallo, Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus, wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Okay. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Fusipu? Der Blick ist herrlich gewesen. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Das ist schon mal sehr interessant. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Ach, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich hab mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, wann mal nicht? Vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, lichtet die Segel! Ein lieber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Und ne Buddel voll rum. Bis später. Bis später. Verlauf dich nicht. Okay, eine Zuckerdose. Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Aber ich steck sie trotzdem ein. Das Ambiente stimmt schon mal. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ah. Das ist doch mal eine sehr interessante Info.
Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Niemand ersetzt Lonzo. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Das Wort ist erst, was mir in Sinn kam. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Irr. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Zucker im Tank. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Mir kommt da gerade so eine diabolische Idee. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Das klingt doch schon mal sehr gut. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Und wie klingen die Songs alle gleich für mich? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was das sagtest du bereits. Die Kämpfe finden allerdings nur... Erstmal einen Drink. Einen Drink, bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst... Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Okay. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Horta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Ist ja nicht so, dass wir es genau wissen. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Och. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der... Sie bricht keine... Und mit dieser... Ja gut, das hatten wir ja schon... Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. What? Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen.
wissen, was Lepra, Schuppenflechte oder jedweder verfluchen durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garelef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich tun. Oh. Bis später. Okay. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Das Paarungslied der Schrottkrabben, die Schrottlawinen-Tarantella, das lustige Lümmeltütenlied, der tote Taubentango, Lümmeltütenlied, klingt gut. Okay, das klingt irgendwie exakt genauso wie das Lied davor. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Oh, verschraubt klingt gut, weil ich habe nicht einen Schraubendreher dabei. Aha. Alex, der Jukebox-Zwerg. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ach so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Die Stimme ist ja witzig. Das lustige Lümmeltütenlied. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Ja, das kenne ich. Sollten wir nach oben gehen zu Garelef. Was für ein hässlicher Vogel. Kommt gibt es denn hier vor. Keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Das ist eine Frage, die ich mir vorher schon gestellt hatte. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt verrückt. Jemand lange dran gesessen. Mit Sicherheit. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Ja, dann lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. What? Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. What? Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich gehe da mal wieder. Mach das.
Okay, ich habe hier also scheinbar gerade eine Quest bekommen. Ist noch was zu holen? Muss schon abgeschlossen sein. Na gut, dann gehen wir mal wieder in den Hafen.